Ein bisschen interaktiver machen. Bevor ich mir Ihnen mal vorstelle, wie ich es mir vorstelle, möchte ich mich gern erstmal selbst vorstellen. Ich bin groß geworden in der ganz klassischen Kommunikation aus dem Bereich digitale Medien. Ich bin der dritte Jahrgang von der Medieninformatik aus Furtwangen im Schwarzwald. Das heißt, da hat noch keiner von digitalen Medien geredet, da redet man noch von New Media. New Media war alles, was noch nicht bekannt war, auch in der Klassik. Das heißt, auch CDs und Disketten, das war schon New Media. Es war nicht auf Papier gedruckt, es war irgendwie anders. Und damit war es eine andere Disziplin. Nach dem Studium bin ich so durch verschiedene Marketingabteilungen, einmal hier in Berlin für Telekommunikation bei der DTW, dort im speziellen Zielgruppenmarketing. Zielgruppenmarketing war damals auch so ein Schlagwort, wir müssen für jede Zielgruppe eigene Kommunikation aufbauen, ist aber viel zu aufwendig, weil Print, wir müssen dann jedes Mal ein neues Konzept machen. War sehr umstritten, weil man gesagt hat, ich erreiche die Zielgruppe ja auch anders, wenn ich dann mit der Gießkanne drüber gehe. Sehen wir heute sicherlich anders, 15 Jahre später, dass wir durchaus zielgruppenspezifisch und kanalspezifisch kommunizieren können. Da komme ich nachher nochmal ein bisschen drauf. Dann habe ich 7 Jahre Erfahrung mehr gesammelt in der Textilindustrie. Das hat mich gereizt. Mich hat Hugo Boss gefragt, haben Sie nicht mal Lust für uns, das Digitale aufzubauen? Ein Team, was uns in der Kommunikation unterstützt, unsere erste Website online zu bringen. Das hat mich tatsächlich von Berlin weggebracht ins Schwabenländle. War keine leichte Entscheidung. Aber es war mitunter eine der tollsten Zeiten, die ich hatte zu arbeiten, weil Hugo Boss einfach eine spannende Marke ist, die sich damals auch wirklich entwickelt hat. Sie hat ihr Tief überstanden und hat die erfolgreichsten Jahre der Geschichte durchlebt. Ich war 98 bis 2003 in dem Unternehmen und hatte Traumbudgets für digitale Medien. Von der Website angefangen bis zu einer Online-University durfte ich mir an alles austoben. Und unter anderem Räume wie diesen hier konzipieren und sagen, ja, das Unternehmen kommuniziert jetzt digital. Es gab am Ende keinen Besprechungsraum mehr, der ohne Beamer war, der ohne digitalen Videorekorder oder DVD-Player war. Als ich da hingekommen bin, war der einzige Beamer. Was schätzen Sie, wo war denn der? Wer hatte denn einen Beamer in so einem Unternehmen? 97, 98. Das war die IT und der Vorstand. 2 Stück in einem Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern. Ist heute eine Geschichte, die hat man in seiner Aktentasche. Ist heute nicht mehr das Thema. PowerPoint war damals auch noch so eine Riesendiskussion. Wir kommunizieren in der Hausschrift. Wir haben eine eigene Unternehmensschrift aus der Klassik. Selbstverständlich, man lässt für viele 100.000 Euro eine eigene Schrift entwickeln. Aber dann steht der Vorstand vor einem Plenum, wie jetzt bei Ihnen, macht seinen USB-Stick in den Präsentationsrechner und dann sieht es gar nicht mehr so CI-mäßig aus und so toll. Auch da hat sich vieles angefangen umzudenken, sogar wegzugehen in der Markenkommunikation. In PowerPoint darf ich plötzlich mit Helvetica, mit Arial und nicht mehr mit der Unternehmensschrift kommunizieren. Nach 8 Jahren Industrie hat es mich auf die Dienstleisterseite gezogen, weil mich die Lead-Agentur von Porsche gefragt hat, hast du nicht Lust mit uns die Porsche zu redesignen und zu relaunchen und dann auch noch weltweit auszurollen? Nach 7 Jahren Fashion hat mich das wirklich gereizt. Ein bisschen Benzin im Blut hat man. Und dann ging es in 2,5 Jahren immer unter dem Motto, Gaspedal ist rechts, extrem iterativ, extrem agil, zum Ziel. Wir haben in 6 Monaten das Portal gerelauncht und in 9 Monaten weltweit ausgerollt gehabt, in 16 Märkte. Da können Sie sich vorstellen, 2003, als das Ganze dann online war, oder 2004, von agil sprach damals noch niemand. Aber es gab schon Ansätze, wie man sowas überhaupt schaffen kann. Werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Danach war ich in einer kleinen
Unternehmensberatung, die für Mittelstand hauptsächlich auf der Schwäbischen Alb und in Baden-Württemberg unterwegs war und im deutschsprachigen Schweizer und österreichischen Bereich. Und seit 2007 als freier Berater unterwegs für große Agenturen, für Unternehmen im Bereich Portalkommunikation, Markeneinführung, Produkteinführung. Von den Kampagnenumfeld, wenn Ihnen Audi A1 was sagt, das war mitunter eins meiner Babys. Kampagnenvorbereitung 2,5 Jahre, Kampagnendauer 1 Jahr und das erste komplett integrierte Cross-Media-Kommunikationsprojekt, was es im Markt gab. Wir haben wirklich Event, Klassik, Anzeigen und Online miteinander verbunden. Es war eine komplette Umdenke beim Kunden, aber auch in den Agenturen, bei den Dienstleistern und auch die Überlegung, wie kommuniziere ich, wie arbeite ich zusammen. Komplett neue Regeln aufgestellt worden. Audi.de, wie sie bis vor 2 Monaten war, war auch mein Baby, ausgerollt in 96 Länder. Die letzten 2,5 Jahre bin ich abgetaucht. Über das Projekt durfte ich bis vor 6 Monaten nicht mehr reden. Da ging es darum, wie bringe ich digitale Medien in den Handel und wie sieht Handel in der Zukunft aus. Ich durfte das Vergnügen haben, mit Audi zusammen das Audi City Konzept zu entwickeln. Der erste Store wurde am Piccadilly Circus letzten Juli kurz vor Olympia eröffnet. Im Dezember kommt ich hier nach Berlin, wenn das Projekt das so erlaubt. Wir gehen mal davon aus, dass es so sein wird. Werde ich nachher vielleicht das eine oder andere daraus erzählen. Referenzen, ein kleiner Ausschnitt sehen Sie hier vorne. Und wenn Sie jetzt ein bisschen von mir wissen, wäre meine Frage, welche Erwartungen haben Sie denn an heute Abend? Was würden Sie denn gerne von mir hören, von mir wissen? Ich würde es ganz gern auf Sie eingehen, auf Ihre Bedürfnisse und nicht nur hier irgendwie mal auf Sie losschießen. Kamen Sie mit irgendwelchen Erwartungen hierher oder gab es keine? Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt jemand aus der Wissenschaft, eher aus der Praxis. Da kann ich sicherlich aus verschiedenen Aspekten der Strategie, des Accountmanagements, des Projektmanagements, aus der Kalkulation und aus dem Thema soziale Dynamik im Team das ein oder andere Beispiel bringen. Und das möchte ich Ihnen auch, wenn Sie Interesse haben, an den einen oder anderen Schwerpunkt näher bringen. Moment, Schwerpunkte für Sie für heute Abend. Bitte? Ja, vielleicht irgendwie jetzt mit Inspiration, die quasi irgendwie innovativ bleibt, weil wenn die Marken Sie direkt ansprechen und von Ihnen was wollen, dann müssen Sie ja irgendwie was aufweisen können, dass die Marken auch anziehen, wie Sie sowas schaffen können, dass die Marken auf Sie zugehen. Für mich, auf mich als Person? Ja. Das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Das ist People-Business. Sie machen ein gutes Projekt, das machen Sie gut. Sie begegnen in diesem Projekt vielen Menschen und das Projekt ist erfolgreich und dann kommt man auf Sie zu. Also mir bringt kein Google-Advertising was, Xing bedingt, um Kontakte zu halten, aber nicht um Werbung zu machen. Es ist tatsächlich empfohlen werden. Ich würde sagen, ich habe 95% meiner Projekte durch Empfehlungen bekommen. Und dadurch, wie die Menschen mich kennengelernt haben, meine Arbeitsweise kennengelernt haben und wie sie erlebt haben, wie ich Dinge, gegen die es Wetten gab, dass sie nie online gehen werden, trotzdem in Time and Budget live gegangen sind. Da gab es 3 Beispiele in meiner Laufbahn und da wusste ich, dass direkt mein Auftraggeber gegen mich gewettet hatte. Und das gibt natürlich einen Anreiz zu sagen, das lasse ich nicht zu. Und bei einem Projekt konnten wir sagen, der Kunde hat den Livegang nicht verhindern können. Und er hat alles dafür getan. Gut, wenn Sie sonst Fragen haben, einfach dazwischen stellen. Ich würde einfach ein bisschen mit Ihnen hier spielen. Als ich angesprochen wurde, ob ich Lust hätte, an der Vorlesungsreise teilzunehmen, und erstmal gelesen habe, was wird denn erwartet?
habe ich mich schon gefragt, warum gerade ich, warum werde ich gefragt? Du bist kein Wissenschaftler, Uni-Erfahrung, ja okay, vom Studium und den einen oder anderen Gastdozenten da sein. Was kann ich als Person Ihnen zu diesem Thema näher bringen? Zu diesen Methoden, zu den Prozessen? Und am Anfang war ich so ein bisschen zögerlich, gebe ich ja zu. Mit ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema habe ich mich an vielen Stellen wiedergefunden, auch mit den Themen, die mich im Moment antreiben. Und gerade dieses Thema Beweglichkeit, Schnelligkeit, Wandlungsfähigkeit, ob das ein reines Phänomen ist im Digitalen oder ob wir uns alle damit wandeln, die Frage kann sich jeder selbst eigentlich stellen. Vor 10 Jahren wäre ich hier mit einem USB-Stick gekommen oder einem Rechner, würde mir keine Gedanken machen, was für eine Schnittstelle hier am Pult ist. Heute komme ich mit sowas an. Für jeden Fall, der vielleicht eintreten kann, gibt es einen Adapter, gibt es eine Lösung. Und wenn mir irgendwas Neues begegnet, wird das Brett ein bisschen voller. Und wahrscheinlich demnächst auch wieder ein bisschen größer. Und ich denke, nicht nur die digitalen Medien machen uns hier vielfältiger, sondern auch die Anforderungen, die uns unsere Informationsgesellschaft hervorbringt. Nach meinem Studium hatte ich E-Mail, gab es, Webseiten, gab es. Kommunikation war überwiegend Brief, Fax, vielleicht eine Postkarte. Das heißt, mein Tagespensum, mein Postkorb, was so schön beim Assessment Center noch als Übung gemacht wird, wie schnell kriege ich meinen Postkorb priorisiert und abgearbeitet, war eigentlich relativ einfach, weil es waren nie mehr als 20, 30 irgendwie Dinge am Tag, die neu waren, die ich bearbeiten musste. Vertriebsmitteilungen an eine Vertriebsorganisation von 300 Mitarbeitern, da konnte ich mir Zeit lassen. Es waren 4 Seiten, die wurde einmal im Monat mit der Hauspost an alle verteilt. Das heißt, ich hatte Zeit, sie zu formulieren, ich hatte Zeit, sie mit meinem Chef abzustimmen und es auf den Postweg zu geben. Und dann hatte ich wieder 4 Wochen Zeit, um mir zu überlegen, was werde ich in 4 Wochen kommunizieren. Wenn ich mir meinen heutigen Posteingang anschaue, der Briefträger wird bei mir arm, weil da hat er nicht viel zu tun. Aber in meinem E-Mail-Postfach ist ein Durchschnitt von 180 E-Mails am Tag keine Seltenheit. Die sind natürlich nicht alle wichtig. Das kennen Sie bei sich ja auch. Wenn wir heute nur schauen, was die Spamfilter alles rausgreifen, was wir heute an Newslettern bekommen, allein aus dem Bereich Marketing, W&V hat was zu sagen, Horizonte hat was zu sagen und das 5-mal am Tag. Und die schicken mir jedes Mal auch nochmal eine E-Mail. Und dann muss ich auch noch rausfiltern, ist das für mich relevant, ist es für mich nicht relevant. Dann habe ich noch Branchen-News, die ich auch noch bekomme. Ich habe momentan Projekte in 3 verschiedenen Branchen bei einigen Newslettern registriert und ich sage mir, eigentlich ticken die alle gleich, aber was passiert da? Was bewegt die? Ich war jetzt die letzten 10 Jahre sehr viel im Automobil unterwegs. Die sind weit vorne dran in vielen Kommunikationen. Nicht ganz so weit wie Konsumgüter, aber schon sehr weit dabei. Letztes Jahr trat Liebherr an mich heran, große Marke mit Sie kennen sie wahrscheinlich von den Kühlschränken. Die haben aber auch Bagger und Kräne und lauter so ein Zeugs. Ganz nett. Und dann sagen die, kannst du uns helfen, die Strategie zu entwickeln und eine Agentur zu finden? Und ich, wie ticken die eigentlich? Wo sind die denn eigentlich? Nach der ersten Analyse haben wir festgestellt, die sind noch bei Web 1.0. Und das in 2012. Und die müssen jetzt den Sprung schaffen von Web 1.0 nicht mal zu 2.0, sondern noch einen Schritt weiter. Und wollen auch noch E-Commerce machen und wollen auch E-Business machen. Das war für mich so ein wirklicher Spagat. Lass dich erstmal auf das ein, was du vor 10 Jahren gemacht hast und versuch das zu portieren nach heute. Und gleichzeitig denen die Fragen beantworten, denen auf den Nägeln brennen. Muss ich in Facebook? Muss ich auf YouTube? Muss ich twittern? Brauche ich irgendeinen Blog? Das Marketing war damit komplett überfordert, auch zu sagen, wie sieht dann mein Team dann aus,
damit ich diese Anforderungen alle, diese Vielfalt hinbekomme? Und muss ich jedem noch so kleinem Thema, das durch die Medien gehetzt wird, nachjagen? Macht jedes Thema Sinn, für mich als Marke mitzugehen? Meine klare Antwort ist, agile Marke ja, nicht jedem Trend nachrennen. Einen Blog zu betreiben als Marke, die nicht täglich was zu sagen hat, was bringt mir ein Twitter-Account? Ich habe einen Buch-Launch begleitet vor 2 Jahren von einem Geschäftsführer eines großen IT-Unternehmens. Das Buch hieß The New New. Wie bin ich kreativ? Wie mache ich neue Konzepte? Er hat mit einer Journalistin zusammen 15 Personen interviewt, wie sie innovativ bleiben. Angefangen von einem Flugzeugingenieur bis zu einem Koch. Daraus ist ein Konzept für die Cebit entstanden. Ich fand es sehr spannend, dieses Buch in den Markt zu bringen. Und es gab einige Stimmen, die gesagt haben, wir brauchen aber unbedingt zu diesem Buch eine Webseite zum Launch. Wir brauchen auf dieser Webseite dringend einen Blog. Wir haben damals lange argumentiert gegen einen Blog. Dann wollte Autor doch einen haben. Wir haben gesagt, machen wir. Was schätzen Sie, wie viele Mitteilungen im ersten Halbjahr in diesem Blog aufgetaucht sind? Wie viel hatte dieser Autor zu sagen im ersten halben Jahr, weil er ein Buch geschrieben hat? Schätzen Sie mal. 5? 10? 20? 100? 2000? Es waren ganze 4. Er hatte zu sagen, ich stelle mein Buch vor, mit Adresse und dem Datum, erste Auslieferung des Buches und auf den Messen, die stattgefunden haben, das wurde auch noch kommuniziert. Danach gab es keine Kommunikation mehr im Blog. Wir haben nach 4 Monaten mit 5 Posts abgeschaltet, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und nicht jeder Trend ist für jede Marke sinnvoll. Und beweist auch nicht, dass man agil ist oder fortschrittlich ist, nur weil man alles tut. Da kann man durchaus mal ein paar Schritte zurückgehen, ein bisschen konservativer sein. Und Liebherr war für mich ein sehr überraschendes Beispiel auf Kundenseite. Das war der allererste Kunde, den ich hatte, der gesagt hat, den Zeitplan, den ihr euch vorgenommen habt, der entspricht zwar unseren Vorstellungen in der Company, der Geschäftsleitungsziele, aber die schaffe ich mit meinem internen Team gar nicht. Ich kriege euch als Agentur, als Dienstleister, gar nicht mit so viel Information in der Geschwindigkeit versorgt und schon 2-mal nicht die Tests und Abnahmen gemacht und die Freigaben gemacht, dass wir das hinbekommen. Dann müsste mein Team 5-mal so groß sein, wie es heute ist. Das fand ich eine sehr schöne Erkenntnis vom Kunden, der sagt, ich kann zwar Leistung fordern von meinen Dienstleistern, Agilität in ihrer Geschwindigkeit, wenn ich sie selber aber gar nicht aufgreifen kann, weil ich selbst limitiert bin in meinen Ressourcen, brauche ich es auch nicht zu nutzen. Daraus folgt für mich, Agilität kann nur so schnell sein, wie beide Seiten arbeiten können. 2 Sichtweisen von Agilität, die ich gerne mal mit Ihnen anschauen möchte. Das haben Sie wahrscheinlich sich schon mal einmal angeschaut gehabt. Ich würde jetzt mal 2 andere anderen Augenmerk darauf setzen. Und zwar einmal aus der Sicht der Entwickler oder der Dienstleister. Was bedeutet es? Höchste Priorität, Kunden früher was zu liefern, kontinuierlich auszuliefern. Sagt der Entwickler, muss nicht sein, aber ich will die höchsten Anforderungen erfüllen. Ich will immer die beste Auslieferung machen. Und Anforderungen, die spät reinkommen, will ich noch reinpacken in das nächste Paket. Die sind durchaus bei den Entwicklern da. Und ich will eine funktionierende Software ausliefern. Software ist für mich nicht nur ein Stück CD, was ich in einen Rechner schiebe, wie Windows, wie Word, wie eine App, sondern durchaus eben auch Applikationen, die auf dem Handy laufen, durchaus eine Webseite. Eine Webseite ist heute nicht nur flaches Kommunikationsmedium, es ist Interaktion, es ist Applikation, es sind Tools, die durchaus auch Agilität unterstützen. Wenn Sie da Interesse haben, können wir auch ein bisschen aufzeigen, welche Tools es gibt,
die einen agilen Prozess unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge. Das Leben erleichtern können, aber auch durchaus komplexer machen. Alle Entwickler wünschen sich, mit den Fachexperten zu sprechen und sich auszutauschen. Und möglichst immer dann, wenn sie es brauchen, nicht 5 Tage später. Das Typische ist, ich habe ein Problem beim Entwickeln, ich merke, das passt im Konzept irgendwo nicht. Ich muss die Rückfrage stellen an das Konzept, an den Fachverantwortlichen, meinen Kunden. Und dann kommt vielleicht 1, 2, 3 Wochen später eine Antwort. Wenn ich Glück habe, vielleicht 2 Tage später. Aber in der Zeit kann ich nicht weiterentwickeln oder ich entwickle mit Annahmen, also mit einer Fehlerquote. Und da ist dieser Wunsch, sich täglich auszutauschen, sehr groß. Und auch das Thema Umfeld, in dem ich entwickeln kann. Nicht jeder in seinem stillen Kämmerchen, sondern tatsächlich einen Projektraum zu haben, in dem man arbeiten kann, in dem es leise genug ist, in dem man alles Equipment hat, in dem man seinen Rechner hat, eine schnelle Internetleitung, alle Werkzeuge, die man braucht, alle Ansprechpartner versammeln kann. Vielleicht manchmal auch so einfache Dinge wie ein Telefonkonferenzsystem, eine Spinne. Durchaus diese Themen zu bearbeiten. Wie sieht das der Kunde? Bisschen andere Sichtweise. Der sagt, ich will möglichst früh alles bekommen. Ich will alle meine Anforderungen, auch wenn sie 5 vor 12 kommen, noch in meiner Lösung drin haben. Und liefere so in der kürzesten Zeit, die es gibt. Und ich vertraue darauf, ihr macht das schon. Wenn nicht, kann ich ja meckern. Ich bin ja der Kunde. Diese zwei Welten prallen schon sehr stark aufeinander. Und zusammengefasst ist das, der Kunde versucht sich auf eine möglichst späte Festlegung zu treffen für seine Kommunikationsziele, für die Designs, für die finalen Funktionen, will aber eine pünktliche Fertigstellung, eine maximale Qualität, aber sein Budget ja nicht überschreiten. Wenn wir das alte Bild aus dem Projektmanagement uns mal anschauen, ich habe Fixed Time, Fixed Budget, Fixed Quality. Jetzt fällt mir irgendwie mal 2 Wochen aus meinem Zeitraster weg. Wenn sich dieser Schenkel verändert und ich trotzdem die gleiche Qualität haben will, muss ich das Budget erhöhen oder in der Qualität runtergehen. Das war bisher immer im Wasserfallprinzip in Projekten die Diskussion zwischen Kunde und Dienstleister stattgefunden hat. Das verändert sich im agilen Umfeld. Dahingehend, dass ich sage, ich gehe davon aus, dass ich immer 100% ausliefere. Die Qualität, da will ich keine einbußen. Wenn ich am Budget nicht schrauben will, meine Zeit aber auch festlegt, habe ich nur noch eine Möglichkeit. Ich reduziere die Leistung, das heißt die Funktionalität dessen, was ich liefere. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Prospekt am 12. Dezember ausgeliefert sein muss, und ich aber 2 Wochen verloren habe bei der Blueprint-Freigabe, kann ich die anderen Versionen von diesem Plakat oder von diesem Prospekt nicht mehr bis zum 12. liefern, sondern mache vielleicht nur die Hälfte. Das heißt, ich reduziere die Anzahl der Formate, die Anzahl der Auflage oder die Anzahl der Sprachen. Da habe ich die Möglichkeit der Skalierung. Mal ein bisschen dargestellt, diese Gegenüberstellung vom klassischen Projekten, wie sie heute immer noch existieren. Wenn ich sage, nach Wasserfallprinzip habe ich am Anfang irgendwo eine Idee. Aus dieser Idee kommt eine Konzeptphase. Das ist zu irgendeinem Zeitpunkt diskutiert, freigegeben und der Kunde sagt, okay, Konzept finde ich gut. Und ich übergebe dieses Konzept in ein Design. Das Design hat auch wieder eine bestimmte Zeit. Und nach dem Design kommt die Umsetzung. Und ich bin irgendwann mal fertig. Und am Anfang des Projektes wird definiert, was ist der Anfangszeitpunkt, was ist der Endzeitpunkt? Und ich habe nur diese 3 Phasen. Während das Konzept läuft,
weiß die Umsetzung, ob das der Layouter ist, der Programmierer, irgendein Eventladen, der mir meinen Aufbau macht, noch gar nicht, was hier passiert. Der erfährt das zu dem Zeitpunkt. Das ist der Übergang von hier nach hier. Es gibt Übergang von hier nach hier. Und es gibt vielleicht ab und zu mal Rückfragen. Und die Teams können dann durchaus unabhängig voneinander arbeiten. In der Konsequenz heißt das, wenn die Umsetzung eines Projektes läuft, ist der Designer oder der Konzepter schon längst an einem anderen Thema. Während er, bleiben wir bei einem Beispiel wie Liebherr, Kühlschränke konzipiert hat, die Kühlschrankseite in der Konzeption ist, kann er sein, dass der Konzepter während der Umsetzungsphase hier schon für Tierfutter irgendwas macht. Komplett anderes Thema, andere Branche, überhaupt nicht mehr im Kontext agieren kann. Das hat Auswirkungen auf die Qualität, das hat Auswirkungen auf die Dynamik im Team. Im agilen Umfeld starte ich genauso mit einer Idee, sage aber, ich habe ein festes Team aus Konzept, Design und Umsetzung, die in kleinen Schritten vor sich hinarbeiten. Bis sie am Ende auch fertig sind. Bedeutet aber, ich habe über die gesamte Zeit ein kontinuierliches Team, was ich immer austauschen kann. Und am Ende jeder Phase ich schauen kann, was ist erledigt, wo muss ich nachjustieren. Aber auch zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wenn ich hier im Konzept eine Anforderung nicht trenn definiert habe, kommt die da hinten auch nicht raus. Das war diese Anforderung vom Kunden, ich will so spät wie möglich noch eine Anforderung reinbringen können. Beispiel, ich entwickle einen Online-Shop und ich habe zu der Phase hier noch nicht definiert, welchen Bezahldienstleister ich implementieren will. Dafür habe ich aber vielleicht noch Zeit, weil das Ganze hier vielleicht noch 9 Monate dauert. Da wäre die Entscheidung hier vorne eigentlich noch falsch. Ich müsste es aber schon definieren, damit die Umsetzer das in der Planung auch einsetzen können. Kann ich im agilen Umfeld sagen, ich in das Thema Payment plane ich ganz am Ende erst ein. Dann machen die sich hier auch über die Gedanken und ich als Kunde muss zu dem Zeitpunkt sagen, das ist der. Und dann wird es implementiert. Soweit die Gegenüberstellung von klassischem Wasserfallprinzip und agil. Gibt es da Fragen? Es gibt zwei Ansätze. Ich verfolge für mich persönlich immer den Ansatz, die Technik ist Mittel zum Zweck, sie muss mir meine Ziele erfüllen. Und ob es Lösung A, B oder C ist, ist mir gleichgültig. Das heißt, eine Systemauswahl, wenn sowas notwendig ist, passiert möglichst spät im Gesamten. Heißt aber nicht, dass ich am Anfang hier Technik komplett außen vor lassen kann. Weil ich kann Konzeptideen entwickeln, die technologisch auf dem Markt noch gar nicht umsetzbar sind. Beispiel, ich will mit einer App mein iPhone kontrollieren. Ich sage, ich will irgendeine Schutzsoftware drauf machen, dass mein Mitarbeiter, während er diese App gestartet hat, nichts anderes an meinem iPhone oder meinem Tablet verändern kann. Das würde schon direkt an der Grundidee momentan wichtig sein, das zu wissen, weil das geht momentan mit iOS von Apple gar nicht. Diese Info brauche ich hier. Mit Android geht das. Das heißt, ich treffe hier ganz früh am Anfang die Entscheidung, ja, ich entwickle meine Idee erstmal für Android und dann vielleicht später für iOS.
habe aber diese Expertise, was ist technisch heute möglich, schon sehr früh dabei. Eher als Berater, aber auch durchaus als Ideengeber, weil Techniker sind heute nicht nur reine Coder. Die haben auch noch ein bisschen graue Zellen im Kopf, die was anderes tun und nicht nur Einser Nuller von sich geben. Und gerade in dem Umfeld Webseitenentwicklung und App-Entwicklung haben wir heute sehr viele Architekten, die tatsächlich technische Architekten sind, die sagen, welche Module brauche ich? Brauche ich ein CRM-Modul? Brauche ich ein reines CMS-Modul? Wie gehe ich damit um? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ich brauche die nicht immer gleich am Anfang, aber ich brauche ein Technikteam. Das kann wachsen, das kann größer und kleiner werden. Und die Funktionen im Team werden sicherlich auch andere. Auch im Design. Wenn ich sage, auch hier in dem Umfeld, habe ich sicherlich ein CD mit im Spiel. Wenn es da aber um das Runterbrechen der einzelnen Seiten ist, habe ich nur noch einen Designer, der einfach Templates runterschrubbt oder Seiten layoutet. Wenn das Grundlayout eines Buches einmal angelegt ist, ist es wirklich Fleißarbeit, es zu setzen. Das heißt, mein Team verändert sich hier im Laufe der Zeit auch und durchaus auch hier. Das hängt davon ab, wie groß die Agentur ist. Das hängt wirklich davon ab, wie groß eine Agentur ist und welche Leistungsebenen abgebildet werden. Also eine kleine Agentur, die sich auf CI spezialisiert hat, also Corporate Design, Logoentwicklung, die wird die Produktionslayouts, Produktionsvorlagen sicherlich nicht anbieten können. Aber was ich tun kann, auch im agilen Umfeld, ist, ich fange mit dieser Agentur an und die übergibt im Rahmen eines Abschnittes diese Information an eine Umsetzungsagentur, die dann nur halb so viel kostet oder darauf spezialisiert ist, die das dann weiterführt. Meine Teams wechseln dann auch. Aber was ich in so einem Projekt habe, das Wissen geht nie verloren, sondern wird immer sauber übergeben. Während ich hier durchaus Wissen verliere. Weil kann passieren, dass während ich in der Umsetzung bin, mein Chefkonzepter oder Designer gar nicht mehr da ist. Und ich gar nicht mehr zurückfragen kann. Hatte ich gerade heute bei einem Kunden, der sich entschieden hat, Desktop First statt Mobile First, und die Designer nur in HD entwickelt haben, die ganzen Templates, aber fürs Desktop eine Auflösung von 1280 definiert wurde. Jetzt kommen die Techniker und sagen, super, aber die Raster passen nicht auf 1280. Was mache ich jetzt damit? Dann muss ich den Designer fragen und sagen, kannst du mir jetzt was liefern für 1280? Skaliere ich es nur? Oder wie finden wir jetzt einen Weg, damit das Ding noch in einer guten Qualität an den Markt geht? Weil das einfach jetzt nicht bedacht wurde, dass ich responsive sein muss, dass ich andere Auflösungen habe, an dem Desktop-Bildschirm durchaus HD habe, aber die Dinger können nur ganz wenige HD. Wenn ich Glück habe, 1440, ein paar wenige können HD, aber dann wiegen sie ein paar Kilo mehr und dann sind sie nicht mal so weit verbreitet. Das heißt, solche Rückfragen müssen immer möglich sein. Und auch dann auch schnelle Lösungen zu machen. Also da ist schon immer wieder Rückfragen. Ich habe mal ein... Das überspringen wir mal. Ein kleines Beispiel. Das ist von einem Projekt, was ich letztes Jahr gemacht habe, oder dieses Jahr noch läuft. Ich selbst bin seit August nicht mehr dabei. Da sehen wir auch Entwicklung MTT 2.0. Das war mein Baby. Da geht es um einen Touch-Table, der multimedial bespielt wird. Das Projekt startete Anfang 2012, Ende 2011. Und das waren die Rahmentermine, wie sie uns der Kunde am Anfang gegeben hat, mit Milestones. Wann will ich was kommuniziert haben mit Release 1, Release 2? Wann will ich ein fertiges Release haben im September, damit ich dann testen kann, um im Dezember live zu sein vor Kunde? Wann komme ich dazu, um Content zu produzieren, ob das Video ist oder marktspezifische Content, wann findet Testing statt? Das heruntergebrochen auf einen Sprint, das ist jetzt schon die Planung für 2014, sieht ganz anders aus. Hier sehen wir keinen einzigen großen Milestone drin. Das ist die Planung,
wie sie in den Entwicklerteams stattfindet. Ich fange hier in der Kalenderwoche 2 an mit einer Spezifikationsphase, mit einem Spezifikationsfreeze. Dann entwickle ich 3 Wochen, habe eine Woche Qualitätssicherungsphase und dann Deployments, das heißt Auslieferung, Qualitätssicherung auf verschiedene Instanzen. So denkt das Team an sich. Der Kunde denkt aber immer noch so. Und hier haben wir einen Konflikt. Wie können wir das erreichen, um seine Milestones mit dieser Flexibilität zu erreichen? Und genau an der Stelle kommen wir eigentlich zu diesem grünen Dreieck und sagen, genau in diesen Sprints modifizieren wir die Funktionalität. Weil wenn wir merken, in Sprint 3 von 12, diese Funktion funktioniert nämlich gar nicht, technologisch haben wir da ein Problem, Datenversorgung funktioniert nicht, da kann man sich immer noch überlegen, wie sieht mein Fallback aus. Wenn ich mich in dem linearen Konzept hier schon drauf festgelegt habe und hier merke, die Datenbasis, die ich aus der CAD bekomme, gibt mir kein sauberes 3D-Modell und kein virtuelles Bild her, dann sehe ich ziemlich alt aus. Weil dann habe ich die Konzept- und Designressourcen schon alle verblasen. Und so kann ich sagen, an der Stelle, Design, tu hier nochmal was. Konzept, überprüf nochmal das Datenmodell, wie gehen wir damit um. Und das ist eigentlich das Erfolgsmodell von agilen Vorgehensweise. Das größte Problem tatsächlich ist, der Kunde weiß nicht, was er am Ende des Projektes hat. Ob er 100%, 80% oder nur 50% seine Anforderungen umgesetzt bekommt. Und ob die Qualität so ist, wie er sich vorgestellt hat. Das ist so der Spagat, den wir da machen. Da kommen wir an den wichtigsten Punkt. Kommunikation mit dem Kunden und Abstimmung. Also gleicher Wissensstand bei Dienstleister und beim Auftraggeber. Wenn ich agil umsetze in den Alltag, den wir so leben, kommt sehr schnell so ein Begriff wie Scrum. Scrum ist eine strukturierte, zertifizierte Methode, wie ich agile Prozesse leben kann. Dann werden sie plötzlich nicht mehr so agil, weil ich tatsächlich eine Organisationsstruktur habe. Ich habe einen Projekt-Owner, das ist mein Auftraggeber. Der ist bei jeder Entscheidung mit dabei. Ich habe einen Scrum-Master, das ist sozusagen der Hirtehund in meinem Team, der jeden Morgen guckt, sind alle da, haben alle gestern das getan, was sie tun sollten, welche Problemchen haben sie, wie lösen sie die. Und das macht er jeden Morgen oder jeden Abend, je nachdem. Ich habe Projekte schon gehabt, da hatten wir 3 Scrum-Meetings pro Tag, morgens, mittags, abends, weil es einfach schnell gehen musste. Ich habe Pokerrunden. Ja. Ich habe offene Punktelisten und ich habe Scrum-Sessions. Plötzlich komme ich wirklich wieder in eine Formalität, weil ich Agilität organisieren muss, damit sie transparent ist für jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Scrum-Boards gesehen haben. Mal gucken, habe ich ein Bild? Suche ich nachher vielleicht nochmal raus. Von einem Scrum-Board. Ich habe im Grunde genommen jeden Tag, für jedes To-Do habe ich ein kleines Kärtchen, auf dem draufsteht, was muss ich tun. Und wer muss es tun? Und jeden Morgen wird gesagt, Anforderung 1, ist die zu 50-100% erledigt, was fehlt, oder ist die Haken dran? Und dadurch entsteht tatsächlich eine Tapete, ich suche nachher das Bild mal raus, von locker mal 4-5 Quadratmetern oder noch mehr, auf dem der Status des Projektes dargestellt wird. Es gibt auch Software-Tools, die das unterstützen. Da wird es ein bisschen schwieriger, das zu überblicken. Aber visuell, ich suche es mal raus, ob ich es direkt finde, es ist schon sehr beeindruckend, was man dann so sieht.
Aber auf die Art und Weise bekommt auch der Kunde direkt kommuniziert, diese 5 Punkte von 20 sind abgearbeitet, da haben wir noch Probleme, da brauchen wir noch Input von dir, da können wir weiterarbeiten oder da hängt es, weil ein Mitarbeiter krank geworden ist. Das ist das Handicap für die Agentur, für die Dienstleister. Weil mit dieser Methode legt er natürlich offen, wie performant sein Team ist. Wann ist es krank, wann hat es schnell gearbeitet, wann hat es fehlerhaft gearbeitet, muss er Dinge nochmal tun. Es wird eine maximale Transparenz an meinen Auftraggeber gegeben. Und damit weiß er auch zu jedem Zeitpunkt, was bekomme ich in einer Woche, in 2 Wochen oder in 6 Monaten wahrscheinlich. Und er bekommt auch ganz schnell mit, wenn eine Idee gar nicht funktioniert. Und das Konzept sich was überlegt hat, das ist weder technologisch noch konzeptionell noch von der Usability überhaupt abbildbar. Bedeutet ein sehr hohes Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Weil dieser Kontrollmechanismus einfach da ist im Projekt, ohne dem ein agiles Projekt nicht funktioniert. Und in der Regel werden am Anfang eines Projektes User Stories definiert oder Ziele definiert, die dann heruntergebrochen werden zu einzelnen Aufgabenpaketen. Jedes Aufgabenpaket bekommt eine Punktzahl und man sagt, mein Scrum-Team schafft in einem Sprint zu definierender Zeitraum von 5 Werktagen bis 60 Werktagen, je nachdem, je nach Projekt, schaffen wir das 300 Punkte. Und dann wird tatsächlich am Anfang eines Sprints, wo war hier, Spezifikationsfreeze, in dieser Spalte, am Ende dieser Woche, wird gepokert. Der Kunde sagt, diese Funktion ist mir ganz wichtig und ich sage, die ist 20 Punkte wert. Und ich habe meine 300 Punkte schon ausgeschöpft, dann sage ich, welche anderen 20 Punkte darf ich dann weglassen? Und dann muss der Kunde entscheiden, was im nächsten Entwicklungszyklus alles gemacht wird und alles, was die Punktzahl überschreitet, die mein Team leisten kann, fällt raus. Das heißt, er entscheidet, wo entlaste ich das Team, damit es realistisch fertig werden kann. Da man bei vielen Aufgaben aber auch von vornherein nicht sagen kann, sie dauern 4 Tage oder 8 Tage, werden sie zwar bewertet mit Punkten und in so einen Abschnitt reingemacht, aber man definiert beim Poker dann auch, das sind Must-Haves, die müssen in diesem Sprint drin sein, und das sind Should-Haves. Das heißt, dann entscheide ich, bin ich schneller fertig geworden, nehme ich eins von meiner Schutthaftliste, was in der Priorität ganz oben ist, mit rein und entwickle es mit. Das heißt, mein Team wird nie arbeitslos. Es hat kontinuierlich immer genug zu tun. Wenn es schneller ist, arbeitet es mehr ab, ist es langsamer, fällt hinten was runter. Aber diese Transparenz wird jeden Tag im Scrum-Meeting, dem Scrum Master, offengelegt. Und in regelmäßigen Abständen muss der Scrum Master dem Projektowner, das heißt dem Kunden, den Auftraggeber, sagen, wo stehe ich und wo befinde ich mich jetzt. Und dadurch kommt eine sehr enge Zusammenarbeit. Man lernt sich in diesen Projekten verdammt gut kennen, mit allen Ecken und Kanten. Muss ich Ihnen echt sagen. Wenn man sich morgens um 9 trifft mit dem Kunden und diskutiert, warum gestern Ziele nicht erreicht wurden und wir heute Stress haben, und sich die einzelnen Mitglieder des Teams gerechtfertigen, warum der Administrator diese Software nicht installiert bekommen hat. Ja, weil die Hardware, die Festplatte nicht geliefert hat und deshalb konnte der und das jetzt nicht tun. Und dann plötzlich solche Zusammenhänge offen werden und sichtbar werden. Versteht der Kunde auch ganz anders, wie sein Projekt tickt und was er alles selbst dazu leisten muss. Der letzte Punkt, schaffe deinem Team ein Umfeld, in dem es arbeitsfähig ist. Ist mit einer der wichtigsten Punkte im agilen Prozess. Wenn ich das nicht schaffe, bringt mir jegliche Agilität nichts. Weil dann habe ich plötzlich ein Team sitzen, das nicht arbeiten kann. Vor 2 Wochen wurde ich in einem Projekt gerufen, kannst du QS machen? Wir sind so weit, dass man auf Testumgebung Abnahmen machen kann. Ich habe das Feinkonzept entwickelt gehabt, dann hatte ich irgendwie 3 Wochen nichts gehört. Jetzt kannst du mal abnehmen. Entwickler haben die Pakete abgegeben an einem Freitag. Dann hieß es Montag und Dienstag installiert die hauseigene IT diese Software auf dem System und wir können ab Mittwoch testen. Mir sagte man am Dienstag, morgen testen wir um 9 beim Kunden. Und ich bin in Berlin, der Kunde ist in Süddeutschland. Und ich bin dahin geflogen, komme am Morgen an und dann heißt es, ja, das Update ging gestern schief, der Server tut nicht. Vielleicht kriegen wir es in 2 Stunden hin. Was macht man 2 Stunden? Man geht Kaffee trinken.
2 Stunden später, Scrum-Meeting, wie weit sind wir denn? Ne, läuft immer noch nicht. Oder es läuft, aber das und das und das tut nicht. Dann sagen wir, testen macht keinen Sinn. Mittags um 2, die nächste Runde. Es läuft jetzt alles, aber es ist so langsam, dass es nicht kein sinnvoller Test möglich ist. Das Ding schleicht. Wir wissen aber den Fehler nicht. Damit war der Tag aber gelaufen. Und ich hatte keine Chance, was anderes zu tun. Weil der Kunde das Umfeld nicht bereitgestellt hat, was wir gebraucht hätten, um als Team arbeiten zu können. Man kann solche Dinge sehr spontan machen, von heute auf morgen. Aber wenn dahinter nicht die Organisationsstruktur steht und sagt, ja, es ist alles da. Sagen wir mal, wir machen ein iPad-Projekt und wir wissen, dass die App ist auf dem Server, dass ich sie runterladen kann. Die iPads sind in der richtigen Qualität, mit dem richtigen Betriebssystem da, in der richtigen Auflösung. Müssen wir heute auch überlegen, ist es Retina oder ist es Standardauflösung von einem iPad? Ist es OS 6 oder ist es OS 7? Anderes Projekt aktuell, entwickelt für OS 6, vom Kunden so definiert. OS 7 konnte noch nicht entwickelt werden, weil es erst vor kurzem rauskam. Die Entwickler sind an der Optimierung dran. Aber für die Tests wurden OS 7 Tablets bereitgestellt. Da können Sie sich vorstellen, die Tests waren nicht so toll. Zumindest vom Layout her nicht. Von der Funktion hat es funktioniert, aber Layout war schon ziemlich grauselig. Und das gesamte Feedback, was an den Entwickler gegangen ist, war für die zwar sinnvoll für die OS 7 Optimierung, aber nicht für die Fehlerbehebung des Grundkonzepts. Weil davon haben sie nicht viel mitbekommen. Das heißt, da machen wir jetzt eine komplett neue Schleife und verlieren dadurch fast 2 Wochen. Und im Dezember sollte das Ganze in den Handel. Werden wir jetzt wahrscheinlich kurz vor Weihnachten schaffen, dass es noch der Dezember ist. Der Kunde wird sein Jahresziel erreichen. Werden wir schaffen, aber schon mit sehr vielen Anstrengungen. Was auch sehr wichtig ist bei solchen Sachen, wenn der Kunde sagt, ich habe ein interdisziplinäres Team, es sind alle an einem Ort, ich stelle die Räume zur Verfügung, man darf den Kaffee nicht unterschätzen. Wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, dann läuft so ein Team einfach nicht. Dürfte wie hier an der Uni sein. Wenn irgendwie die Versorgung der menschlichen Bedürfnisse nicht da ist, dann ist es einfach unrund. Es kommen Befindlichkeiten, es kommt Stimmung auf, die Leute sind gereizter. Bei einem Kunden hat man die Klimaanlage ausgebaut und man braucht ja nicht, die Halle ist ja nicht so warm im Sommer. Und dann kam unser 40-Grad-Sommer letztes Jahr. Die Performance des Teams war nicht so toll. Also da sind schon bei solchen Projekten durchaus Rechte und Pflichten auf beiden Seiten, beim Dienstleister wie beim Auftraggeber. Was ich in so einem linearen Prozess gar nicht habe, weil ich den Kunden erst ganz hier am Ende irgendwo einbinde, wenn ich das übergebe. Und muss mir die Arbeitsumgebung davor bei mir in den eigenen Räumen zur Verfügung stellen und bereitstellen für meine Teams, dass sie funktionieren. Ich kenne eine Agentur in Frankfurt, die hat ein neues Gebäude bezogen vor einem Jahr. Hauptsächlich mit der Begründung, unsere alten Räume sind nicht agil genug. Also diese Frage, was sind agile Räume? Was können Sie sich darunter vorstellen? Was sind die Anforderungen eines Dienstleisters an seine Räumlichkeiten, wenn er sagt, ich will agil arbeiten? Könnte ich ja dann sagen, es gibt kleine Räume, große Räume, in die ich jeweils die Teams reinmache. Ja, das ist ja schon so, dass große Räume zum Beispiel jetzt irgendwie mehr Möglichkeiten gibt. Also auch wenn ich mit kleineren Gruppen drin sitze, ist ja dieses sich austauschen können. Also das funktioniert ja nicht, wenn ich jetzt ständig irgendwie ein anderes Büro groß werden muss, zum Beispiel. Was ist denn das im Unterschied zu früher oder sagen wir mal agile Teams zu denen, die Organisationen sonst aufgestellt sind? Klassische Organisation ist, ich habe oben irgendwo einen Chef.
Darunter habe ich Teamleiter, Design, Konzepttechnik. Und darunter habe ich verschiedene Teams. Im typischen Wasserfallprinzip kann ich sagen, das Projekt geht von hier nach hier, von hier nach hier und ich kann alles in meinem Team abarbeiten. Das heißt, ich organisiere mich in meinen eigenen Teamräumen für das Projekt. Und ob hier dann in diesem Team ein kleines Unterteam gemacht wird für das Projekt und dann hier vielleicht die zwei zusammenarbeiten und hier die zwei zusammenarbeiten, das bleibt dem jeweiligen Team überlassen. Ich muss die Räumlichkeiten nicht verändern, die müssen vielleicht die Schreibtische tauschen, aber bleibt alles innerhalb von einem Team. Bei einem agilen Team habe ich einen Projekt-Owner und unter dem Projekt-Owner gibt es je nach Projekt zwei Designer, keine Ahnung, einen Konzeptler, nochmal einen Konzeptler. Und irgendein Berater, der auch was auch immer tut. Und davon habe ich dann eine Agentur, die agil unterwegs ist. Verschieden große Projektteams, die irgendetwas tun. Und dann passe ich in diese räumliche Organisation plötzlich nicht mehr rein, weil ich ja immer einzelne kleine Keimzellen, in denen ich arbeite. Welche Herausforderungen ergibt sich daraus für die Organisation einer Agentur oder eines Unternehmens? Sieht jemand den Konflikt, den man momentan gerade so hat in der Übergangszeit von klassischer Organisation zu agil? Diese Designer sind immer noch organisatorisch in der Regel diesem Designchef unterstellt. Eben die Konzepter und die Techniker sitzen aber nicht mehr bei ihren Teamleitern, sondern sitzen irgendwo in einem Team, in einzelnen Projekträumen. Das heißt, der Vorgesetzte kriegt nicht unbedingt immer mit, was der Einzelne tut, wie er performt, welche Stärken, Schwächen er hat, wie er ihn weiterentwickeln muss. Und der Projektowner ist zwar hier fachlich vorgesetzt, disziplinarisch vorgesetzt, sind die aber hier immer noch in der normalen Pyramidenstruktur. Und das ist die aktuelle Herausforderung in sämtlichen Organisationen, ob Auftraggeber- oder Auftragnehmerseite. Wie bekomme ich diese interdisziplinären Teams oder die klassische Organisationsstruktur so vereint, dass die arbeitsfähig sind und möglichst konfliktfrei arbeiten. Und gefördert werden. Und gefördert werden. Ist denn die Optimallösung aber dennoch irgendwo dazwischen zu sehen? Weil ich meine, das rechte Konzept klingt zwar ganz toll, aber man kann ja auch sowas überverteilen, dass zu viel gemietet wird zum Beispiel. Also ständig weiß jeder über jeden Arbeitsschritt von den anderen Bescheid und das frisst natürlich auch Zeit und Arbeitskraft, da jetzt irgendwie zwei-, dreimal am Tag so ein Meeting zu machen. Also lernt das nicht gleichzeitig, auch wenn sowas überagil ist und dann funktioniert das. Das ist genau das Problem, dass wir manchmal durch Überagilität und auch immer wieder mehr Störung von außen, neue Anforderungen heraus, dass hier plötzlich an Fahrt verliert, weil zu viele Impulse von außen kommen oder zu überorganisiert wird. Weil Agilität sagt ja flexibel, aber wenn ich dann plötzlich in so einer reinen Struktur bin wie im Scrum, wo jeder seine Rolle hat und die nicht verlassen darf und nur einmal am Tag die Möglichkeit hat, irgendetwas einzubringen, gibt es Zwischenformen. Und Agilität gab es schon davor, auch in dem linearen Prinzip. Als ich 2003 sechs Monate Zeit hatte, Porsche zu relaunchen, hieß es auch so, 6 Monate, das kriegt man nie hin. Damals war immer das klassische Prinzip irgendwie noch angesetzt. Konzept ist fertig, Design ist fertig, jetzt mal kommt die Technik, wie gehen wir damit um?
Wenn man das Klassische geplant hätte, diesen Relaunch, hätten wir damals, glaube ich, 27 Monate gebraucht, um in diesem Wasserfallprinzip das zu tun. Wir haben uns damals schon überlegt, wir gehen, damals war der Begriff iterativ vor, das heißt, wir haben unser Projekt in kleine Häppchen geteilt, gesagt, da brauchen wir als erstes und als zweites und als drittes und hat dann so angefangen, die Skills von Spezialisten, die Innovation gemacht haben und runterarbeiten, aufzuteilen, sodass die wirklich immer Hand in Hand übergeben haben. Das heißt, erst haben die CDs, Konzept und Design gemacht, haben es an ihr Team zu übergeben zur Abarbeitung und haben dann den nächsten Block angenommen zum Konzipieren und Weiterentwickeln. Und so war das eigentlich dann vom Prinzip her nichts anderes wie Konzeptphase. Die ging dann weiter in einem kleinen Team, während dem haben die anderen schon entwickelt und gab immer so einen gewissen Versatz. Und man hat gesagt, iterativ, also Schritt für Schritt, ist ein anderer Begriff gewesen. Es war schon eine Mischung zwischen Agilität und Wasserfallprinzip und Mischung der Organisationsstrukturen. Das muss man jetzt aber wieder lernen an vielen Stellen, weil agil ist top, das ist so ein bisschen ein Schlagwort. Jeder will Agilität, kriegt es aber selber gar nicht mehr hin. Wenn ich so meine Kunden anschaue, was an Anforderungen im agilen Umfeld auf die zukommt, die kriegen die E-Mails und die Anfragen, die sie haben, gar nicht mehr abgearbeitet im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit. Weil die haben ja nicht nur das eine Projekt, die haben ja noch ein paar andere Projekte im Unternehmen. Und die sind nicht innerhalb von 2 Stunden verfügbar für das Team. Also entzerrt sich das Ganze auch wieder zu eher so einem iterativen Prozess. Das hängt immer vom Kunden ab, wie lernfähig er ist und was für ein Team er hat, wie man damit umgeht. Und zum Thema Ressourcen verbrennen, weil man sie gerade nicht braucht. Auch innerhalb eines Projektes gibt es einen Lebenszyklus. Dass ich sage, mein Startteam ist eher klein. Das ist vielleicht ein Designer, ein Konzepter und ein Techniker. Das wird dann irgendwann größer, das wird dann groß oder wird dann zwischendurch auch wieder kleiner. Das heißt, ich habe tatsächlich von der Teamgröße irgendwo dann auch mal, wenn ich sage, irgendwo 10, eine Lebenskurve, die auch irgendwo abflacht. Mehr als 3 Entwickler auf einem Projekt macht keinen Sinn. Funktioniert nicht von der Qualität. Wenn ein Team zu groß ist, ist es nicht mehr managebar. Normalerweise sagt man, Team größer als 7 Personen funktioniert nicht mehr. Als Direct Reports, wenn man Vorgesetzte nimmt, in so einer Organisationsstruktur in typischen Größen sind, werden es mehr als 7 Personen, wird das Team geteilt in 2. Das sind die typischen Wachstumsschwellen bei Startups von 15 Personen bis 15 sind so Happy Family. Jeder kann noch jeden, der Chef weiß alles. Mit 15 fängt es so an, so, wir müssen die ersten 2 Teams bilden, weil das kriegt man nicht mehr hin. Die nächste Schwelle kommt spätestens mit 35, 40 Mitarbeitern. Da muss eine richtige Organisation hin. Und die nächste große Schwelle kommt dann ab 100. Und dann ist es egal. Aber das sind so typische 2 Schwellen zwischen 15 und 20 und zwischen 35 und 40, wo alle Unternehmen heftigste Organisationsschmerzen haben. Wo sie sich überlegen müssen, wie kriege ich Reportingstrukturen hin? Wie bekomme ich meine Mitarbeiter gefördert, weiterentwickelt? Weil wenn ich hier zu viele Leute unter mir habe, werde ich sie nicht mehr fördern. Wenn ich zu viele Leute hier keinen fachlichen Vorgesetzten habe in einem Projekt, wird ein, frage mal an Sie, wird ein Projektleiter, der für das Ziel verantwortlich ist, für das Budget eines Kunden, damit er sein Projekt zu Ende führt, freiwillig einen Mitarbeiter zu einer Fortbildung schicken? Auch wenn er weiß, er muss sie haben, damit er sein Projekt, sein nächstes Projekt schafft, muss er ihn da hinschicken. Aber tut er das freiwillig? Wenn es im Projekt brennt, ist ihm sein Projekt immer wichtiger als der Mitarbeiter. Und immer wichtiger als die Skills für sein nächstes Projekt. Weil sein nächstes Projekt denkt er, wenn er es auf dem Tisch hat. Das heißt, der fachlich Vorgesetzte muss sich jetzt Gedanken machen, Beispiel beim Designer. Das Problem haben wir momentan in vielen Agenturen. Responsive Design, da redet jeder von. Das bedeutet aber anders konzipieren, anders designen und andere Vorlagen geben an die Techniker. Und die Techniker müssen anders arbeiten. Wenn ich mein erstes Responsive-Projekt auf dem Tisch habe, ist es zu spät. Dann muss ich das Wissen eigentlich schon im Team haben. Das heißt, ich muss ein gewisses Forschungs- und Entwicklungskompetenzniveau
Kontingent in meinem Team haben, dass es auch multiplizieren kann ins Team hinein. Ein Projektleiter wird das niemals hineinplanen. Es ist immer der fachlich Vorgesetzte, der sagt, ich will ein fittes Team, das Team muss für die Zukunft gewappnet sein. Ich gehe mit meinem Team auf Fortbildung, auf Kongresse, auf Messen. Ich beobachte den Markt oder nehme mal vielleicht zwei Leute mehr mit ins Use Lab, als unbedingt notwendig, nur damit sie es lernen. Ein Projektleiter wird niemals einen Junior Designer mitschicken ins Use Lab. Wozu denn? Es reicht ja, wenn mein CD da ist. Kostet mich ja nur Geld. Und auch noch Ausfall, weil der nicht produziert. Aber durchaus kann der Vorgesetzte sagen, ja, der hat noch nie ein Use Lab gemacht, ist aber gerade an der Schwelle zum Senior zu werden, soll zukünftig Use Labs begleiten, den muss ich weiterbilden. Entweder schicke ich ihn für teures Geld auf ein Seminar, wie es sowas geht, oder ich lasse ihn bei einem anderen Projekt einfach mitschwimmen. Unproduktiv, okay, aber er lernt dabei schon und hat sein gewohntes Umfeld bei sich. Seine Kollegen, seine Vorgesetzten, die ihm Fragen beantworten können, wo ich eine viel schnellere Lernfahrt habe, als wenn ich das von extern oder aus Büchern mir anlernen muss. Und Innovatoren in einem Team sind extrem wichtig. Vorher kam die Frage, wo kommt Innovation her? Wenn ich mich zu 120% ausbuchen lasse, bin ich nicht mehr innovativ. Ich bekomme nur kreative Ideen, wenn ich Freiräume habe. Und die sind nicht, wenn ich unter Zeitdruck eine Präsentation fertigstellen muss. Die sind nicht, wenn ich ein Design in zwei Tagen fertig abgeben muss oder wenn ich 5 Tage die Woche in einem Workshop bin. So ein kleines Erlebnis aus der Agentur. Ich war in der Regel bei Account Director oder Account auf Projekten und dann hat man immer so das kleine Handy, ja, aus Designersicht, das Glück, man darf zum Kunden, man darf auf Kundenevents, man geht mit dem Kunden essen, das sind doch immer nette Spaßreisen. Wir müssen immer zu Hause sitzen und abarbeiten und euch das Zeug zuliefern. Typische Sichtweise aus dem Team, was produziert. Ich hatte dann irgendwann mal so einen Termin, wo ich sagte, ich habe da keine Lust hin. Ich muss da Design verkaufen, was auch noch unrund ist, weil das Team nicht performt hat. Und der CD kam wieder mit so einem Spruch. Du hast ja gut, dann hast du morgen wieder eine Spaßreise. Und ich, cool, ich will morgen nicht. Geh du für mich, ist eh dein Thema. Als er 2 Tage später zurück war, meinte er, ich will nie wieder. Ich musste um 5 aufstehen, weil 6.10 Uhr der Flieger ging. Dann hat mich der Kunde 4 Stunden in die Mangel genommen. Und dann musste ich abends noch mit ihm nett beim Essen plaudern und bespaßen bis abends um 11. Und dann bin ich um 11:30 ins Bett gefallen und war tot. Und am nächsten Morgen musste ich den ersten Flieger zurück in die Agentur nehmen, damit ich hier arbeite. Und dann hat er auch gesagt, ja, das ist aber das Leben, das der Accounter und der Projektleiter für euch abnimmt. Das sieht der Kunde nicht, sieht das Team nicht. Aber durchaus auch wichtig, mal dem Team diese Transparenz zu geben, was der Einzelne im Team leistet. Dass wenn einer im Team nicht performt und der Accounter muss zum Kunden und ihm das präsentieren und sagen, hier, das ist unser neues Plus Ultra, unser supergeiles Design und da sind Fehler drin und er weiß das auch noch. Und dann zurückkommt und sagt, alles gut, Kunde ist happy und ihr habt hier noch die Möglichkeit, es nachzubessern, ohne dass es der Kunde merkt. Das ist die Leistung der Projektleiter und der Accounter. Genauso, wir haben auch das, ein gewisses Teamvertrauen, was extrem wichtig ist. Angst zuzugeben, Fehler gemacht zu haben, darf es in einem Team aus meiner Sicht nicht geben. Wenn es diese Angst gibt, funktioniert ein Team nicht. Ich habe als Projektleiter immer die Möglichkeit, die Erwartungshaltung meines Kunden zu steuern. Die kann ich aber nur steuern, wenn ich weiß, was ich liefern kann. Und wenn mir mein Team sagt, wir sind in time, wir sind super dabei, Qualität stimmt, alles ist gut, und mir dann 2 Tage vorher sagt, wir kriegen ein Drittel nicht hin. Und der Kunde sagt, übermorgen habe ich Vorstandspräsentation, ich muss das Zeug liefern. Das heißt, ich muss dem Kunden sagen, wir werden nicht fertig, und der Kunde muss seinem Chef sagen, ich kann nicht präsentieren. Dumme Situation. Damit ist der Kunde ziemlich sauer und der Vorstand sagt, du hast versagt, du hast deinen Dienstleister nicht im Griff. Weiß ich das aber eine Woche oder 2 vorher, kann ich vorsteuern und sagen, es wird nicht alles, was ist denn wichtig für die Präsentation, dass man nachsteuert, dass nur noch das geliefert wird, was relevant ist für die Präsentation. Das heißt, ich kann den Scope verändern und dann mit trotzdem mein Kunde weiß, entweder er verschiebt den Termin um 1 oder 2 Wochen, wenn das möglich ist. Und wenn er das nicht kann,
verändert er den Scope so, dass es trotzdem gut ankommt und präsentierbar ist. Aber ein, zwei Tage vorher stehe ich so da und ich habe keine Möglichkeit mehr, nach rechts oder links mich zu bewegen. Und das ist im betriebswirtschaftlichen Sinne extrem wichtig, auch für die Stimmung beim Kunden und beim Team, und dass ich meine Budgets auch steuern kann. Weil allein dieses Dreieck Budget, Qualität und Zeit, das habe ich immer vor Augen, wenn ich ein Projekt führe. Und das ist das Einzige, was den Kunden interessiert. Ob jetzt ein Designer krank geworden ist oder die Katze gerade Schnupfen hat oder der Agenturhund gerade Durchfall, das interessiert den Kunden nicht. Ja? Er erwartet Leistung und klare Kommunikation. Sie haben ja auf Dienstleisterseite oder auf Auftraggeberseite gearbeitet. Ja. Das ist insgesamt sehr stressig. Wo sind denn genau die Unterschiede und warum haben Sie gewechselt oder was haben Sie denn übergebracht? Beides hat seinen Reiz. Ich muss sagen, heute bin ich auf beiden Seiten. Was noch viel schöner ist, weil ich mal gebucht werde, auf Agenturseite Leistung zu erbringen für einen Kunden und manchmal auf Kundenseite bin, um eine Agentur zu steuern oder Qualität zu sichern. Diese Blickwinkel sind immer wieder spannend. Es sind unterschiedliche Blickweisen. Auf Kundenseite muss ich politischer denken, bin mehr in der Organisation meines Unternehmens gebunden und kann nicht so kreativ sein. Ich kann Dinge einbringen, aber wenn sie einmal budgetiert sind, dann muss ich im nächsten Jahr in der Regel diesen Plan durchziehen und habe vielleicht das ein oder andere kleine Löchlein, wo ich kreativ werden kann und was verändern kann. Innovationsprojekte im Unternehmen zu treiben, ist extrem politisch, es ist sehr viel Kommunikation, es ist wenig tun, sondern wirklich reden und mit Verfechter zu finden und Budgets zu organisieren und solche Dinge. Ich bin viel weniger fachlich unterwegs als auf Dienstleisterseite. Auf Dienstleisterseite kann ich mich immer auf die neuesten Themen stürzen. Ich bin in einem Projekt verhaftet und kann mich darauf konzentrieren in der Regel, wenn mich mein Arbeitgeber dazu lässt. Ich kenne Projektleiter, die 12, 13 Projekte auf dem Tisch haben, die können das auch nicht mehr. Die sind aber auch nicht mehr kreativ, die arbeiten nur noch ab. Und die arbeiten auch noch die Dinge ab, die am lautesten schreien, damit Ruhe bleibt. Aber ansonsten sind die nicht mehr kreativ. Von der Innovation, von der Kreation her eher Dienstleister. Von der Kommunikation ist der Auftraggeberseite sehr spannend. Natürlich der Traumrolle ist, als Berater in so einer Seniorität zu sein, dass man nur noch mit dem Management redet und nicht mal mit dem Team, mit den Sachbearbeitern. Das ist eine relativ schöne Rolle, weil dann haben sie wieder die Freiheit, auch Ideen auszutauschen, auch ein bisschen zu spinnen, ein bisschen innovativ zu sein und haben dann sogar die Chance, es umzusetzen. Weil viele Projekte kommen von oben, die meisten eigentlich. Von unten bekomme ich innovative Projekte fast nicht ins Management und schon gar nicht auf die Straße. Da stolper ich meistens schon über die erste Hierarchieebene des Abteilungsleiters oder des Bereichsleiters. Daher sind meine liebsten Kunden, muss ich auch zugeben, MDAX-Unternehmen oder Mittelständler, weil da ist der Weg zum Management sehr kurz. Da haben sie auch als Dienstleister und Agentur sehr gute Möglichkeiten, einfach auch Ideen einzustreuen, die dann auch relativ zeitnah genehmigt werden vom Budget und umgesetzt werden. Wenn es der Eigentümer gut findet und Spaß dran hat, wird er Ihnen auch unterjährig mal kurz mal ein Budget von ein paar hunderttausend Euro geben. Wird Ihnen in einer Holding oder in einer AG, im Konzern, nicht passieren. Und das ist so, da bewege ich mich gerade so ein bisschen dazwischen. Und ich muss auch zugeben, ich für mich selber komme immer mehr raus aus dem operativen Geschäft. Immer mehr genau in dieses Spannungsfeld, wie bringe ich Organisation von A nach B oder in das Feld dazwischen. Oder auch in diese andere Welt. Oh, da habe ich das Bild vergessen auszutauschen, aber das kann ich immer, das war noch das Konzeptentwurf dafür, aber gibt es dann auch irgendwann schöner. Bisher gibt es in den Marketingabteilungen diese typische Teilung zwischen klassischen Medien, das heißt Print, Anzeigen, Kataloge,
Datenblätter und digitale Medien, nenne ich es heute mal so. Ganz am Anfang waren es so die Online-Marketing-Leute, die die Webseite betreut haben. Das war so immer irgendwo ein kleines Team, was nebenher gelaufen ist. Mittlerweile sind wir so weit, dass eigentlich beide Teams gleich wichtig sind. Wir sind im Bereich Cross-Media unterwegs und wir kommen tatsächlich an diese Stelle, an der wir... Guck mal, ob das Ding hier funktioniert. Da. Dass wir sagen, es wird irgendwann eins und ich kann nur noch integrierte Kampagnen machen. Wenn ich mir heute über ein Produkt Gedanken mache, wie führe ich das in den Markt ein, kann ich nur sagen, ich mache den Katalog, da ist es dann drin. Ich muss mir gleich Gedanken machen, mache ich ein Online-Special dazu, mache ich ein YouTube-Video dazu, was mache ich auf der Webseite, was mache ich in einer App dazu. Gibt es eine, wie gehe ich damit um, mache ich eine klassische Bedienungsanleitung, ein Handbuch oder mache ich eine App? Automobilhersteller machen sich heute die Gedanken darüber, wie bekomme ich heute eine personalisierte Bedienungsanleitung für mein Fahrzeug. Wenn Sie heute einen 5er BMW kaufen, bekommen Sie eine Bedienungsanleitung, die über 200 Seiten hat. Und oben drüber steht immer, haben Sie den 520, dann das, das, das. Haben Sie diese Gangschaltung, dann passiert das und das und das. Und Sie haben in der Mitte diese Navigation mit Multifunktionalität, mit Einstellungsmöglichkeiten ohne Ende. Und Sie müssen sich als Benutzer heute durch diese Bedienungsanleitung bohren, um herauszufinden, wie schalte ich die Sitzheizung aus, wenn Sie Pech haben. So ganz einfache Funktionalitäten. Da gibt es heute Ansätze, dass ich sage, ich nehme über Augmented Reality mein Handy, halte es auf den Knopf im Auto und im Handy zeigt mir das Ding an, was kann ich damit alles tun? Wie kann ich das verändern? Oder habe eine Digitalwaage, die keine Ahnung was alles tun kann, von Fettmessung bis Knochendichte, keine Ahnung, gibt ja immer mehr teure Sachen. Aber wer hat denn die Bedienungsanleitung noch verfügbar? Das heißt, mache ich tatsächlich eine App, mache ich ein PDF zum Download, dass ich das wiederfinde? Wie gehe ich damit um? Und diese Gedanken muss ich mir relativ früh machen. Und das kann nur mit beiden Teams funktionieren. Was ich vorher in einem Chart hatte, es gibt hier einen wichtigen Strang, der ist tatsächlich ein Drittel des Projektes, der heißt Content. Was bringt mir die tollste Applikation, die super Webseite vom Layout, wenn mein Content nicht aktuell ist? Bei einem Kunden von mir, Relaunch geplant, meinte, ja, Übersetzungsmanagement, Time to Market, wir wollen maximal 3 Wochen später nach Deutschland im Markt die richtige Sache haben und die richtigen Datenblätter. In der Analyse des Projektes haben wir festgestellt, dass die Spanier seit 3 Jahren nicht abgedatet haben, weil sie die Ressourcen dafür nicht haben und keine Lust hatten zu übersetzen. Das heißt, die haben seit 3 Jahren falsche Produkte auf ihrer Webseite. Da steckt richtig Geld drin. Ja? Im Bereich Übersetzungsmanagement. Wie kriege ich mit Translation Memory solche Sachen hin, dass ich sehr zeitnah Übersetzungen habe, die fachlich richtig sind? Es gibt einen Kamerahersteller, der kein Translation Memory System benutzt hat, sondern 2 verschiedene Agenturen das Handbuch zur Übersetzung gegeben hat. Und dann wurde ein Begriff unterschiedlich übersetzt. In dem einen Handbuch hieß es waterproof, in dem anderen hieß es water resistant. Können Sie sich vorstellen, was in der Produkthaftung dabei rauskam? Es hat ein Kunde einfach mal aus dem Schlauchboot ins Wasser fallen lassen. Und meinte, stand doch da, waterproof. Ja, und schon habe ich ein Problem. Im Katalog stand es richtig, auf der Webseite stand es falsch. Vor Gericht sagt der Richter, im Zweifel für den Kläger. Das heißt, das Unternehmen hat ihm eine neue Kamera zahlen müssen, weil er sie ins Wasser hat fallen lassen. Pech gehabt. Aber solche Themen kommen immer mehr. Und wenn ich dann, wie in der Textilindustrie, Adidas hat, glaube ich, momentan 9 verschiedene Kollektionen pro Jahr, also gerade die Sportswear-Hersteller, sehr viele, die klassischen Hersteller haben 4. Das heißt, sie haben einen Zyklus von 6 bis 8 Wochen, bis 12 Wochen, wo sie ihren Content zu 30-40% überarbeiten und das weltweit. Da ist wirklich Time to Market sehr wertvoll und sehr kostspielig. Und da muss ich mir überlegen, wie kriege ich diese Teams aus der Klassik und aus dem Digitalen zusammen, auch in ihre Denke. Auch das fängt an mit Agilität. Kann jemand aus der Klassik
digital denken oder kann ein digitaler Mensch klassisch denken? Meine Erfahrung ist, dass die Personen aus der digitalen Welt es besser auf die Reihe bekommen als die Klassikleute. Die Klassikleute denken in Pappen und in Bildern und dann ist ihr Job gemacht, weil sie sagen, wenn ich meinen Blueprint abgenommen habe, dann stimmt der. Ein digitales Projekt, würde ich heute sagen, ist zu 40% Prozess. Wie definiere ich einen Prozess, wie mein Inhalt in die Webseite kommt, wie die Webseite kommuniziert, wie die User Journey über die Webseite ist, bis ich mein Ergebnis habe, bis ich meine KPIs erreicht habe. Die definiere ich im Konzept einer Webseite. Das definiert kein Klassik-Mensch, der ein Plakat entwickelt. Er sagt, das hängt ja dann 2000 Mal in einer Stadt. Das wird dann schon gesehen und ich habe meine Kontakte. Und diese Denkweise der Messbarkeit des Ergebnisses von der digitalen Welt zu transformieren in die klassische Welt, das ist eine Herausforderung in den Marketingabteilungen, die heute noch sehr klassisch denken. Die Marketingleiter sind im Schnitt, sag mal, wenn sie jung sind, Anfang 40, sind alle noch klassisch ausgebildet, können mit Online und mit Handy und App nicht wirklich was anfangen. Sie haben zwar ihr iPhone, sie haben zwar ihr BlackBerry, aber überlegen Sie sich, wie Ihre Mediennutzung heute aussieht. Davon hat der 50-jährige Marketingleiter überhaupt keinen Plan. Sehen Sie denn da schon Entwicklungen in den Unternehmen? Gerade auch, also, weil vielleicht die bei Ihnen bestehen ja auch in den Unternehmen. Genau. Sie sind nur einen Schritt weiter. Ja. Gibt es da denn Schnittpunkte auch für Sie, den Unternehmen? Ja. Also zum Beispiel diese Geschichte, wenn ich auf Kundenseite bin. Und die sagen, helf mir, die richtigen Agenturen, die richtigen Partner an Bord zu holen und mein Team aufzubauen. Es gibt momentan relativ viele Unternehmen, die Interims-Marketing-Manager einstellen, von externen, um ihr Team fit zu machen, weil sie sagen, mein Team ist groß genug, aber ich muss es in die neue Welt führen. Oder für die Zeit, bis jemand gefunden wird, der im Unternehmen einsteigt, jemand diese Arbeit übernimmt und dann sauber übergibt, dass schon die Basis gelegt wird. Das passiert momentan sehr viel. Wenn Sie in manche Unternehmen reinschauen, letzte Woche von einem gehört, ist ein DAX-Konzern, da sind von einem 20-köpfigen Marketing-Team, glaube ich, 16 Externe. Ist für meinen Geschmack zu viele. Ich bin der Meinung, weder in einer Agentur noch in einem Unternehmen dürfen es mehr als 30% Externe sein oder Freie, weil sonst kann ich keine Teamkultur aufbauen. Und ich habe auch keinen Wissenstransfer mehr wirklich. Weil meine Externen sind nicht Teil des Ganzen. Und wenn ich dann mein Abteilungsmeeting habe, sitzen 3-4 Leute da von 20, weil die anderen dürfen ja nicht dazu, weil sie sind ja nicht Abteilung, laut Betriebsrat, dann habe ich plötzlich auch kein Teambuilding mehr. Also das ist sehr wichtig. Die Unternehmen merken es mehr und mehr, dass das notwendig ist. Und diese Transformation der Teams muss jetzt auch stattfinden. Was im Moment auch zu beobachten ist, die Trennung zwischen Online-Marketing und klassischem Marketing, die weicht mehr und mehr Unternehmen auf. Online-Marketing wird eingegliedert in die Standardorganisation und die Anzeigen-Marketing-Abteilung, nenne ich es jetzt mal so, bekommt auch die Banner mit auf den Tisch. Das heißt, sie bekommen einen Mitarbeiter, der sich mit Spiegel-Online-Bannern auskennt und diese ganze Schaltung, wie funktioniert Online-Media und nicht nur klassische Media. Das passiert jetzt so ganz langsam. Das sind die ersten Unternehmen, die jetzt größere Umstrukturierung ihrer Marketingabteilung machen. Was auch passiert, ist, dass die Unternehmen ihre Teams, ihre Verkäuferteams und sowas versuchen, in die neue Welt zu tragen. Ich habe vor, überlegen, das war Frühjahr 2012, haben wir alle 340 Vertriebsmitarbeiter von DHL geschult im Bereich E-Commerce und Business. Hört sich ein bisschen komisch an. Ja? Was hat ein DHL-Vertriebsmann mit sowas zu tun? Aber DHL ist mittlerweile ein Mischkonzern und die befördern zwar in erster Linie Päckchen und Kisten von A nach B in möglichst kurzer Zeit, aber sie bieten auch den gesamten Service drumherum. Und sie haben mittlerweile ein Online-Shopping-Portal mit meinpaket.de. Sie haben komplette Logistiksysteme, die sie mitverkaufen. Das heißt, der kleine Online-Händler, der Pakete verschickt, kann abends seine Versandpakete alle online frankieren,
etikettieren, übergeben an den Logistiker und nachverfolgen, wo sie sind. Und diese gesamten Prozesse muss der Vertriebsmann erklären können und vor allem den Kunden verstehen können, was hat denn der für Probleme gerade mit seiner blöden Online-Webseite? Ich hole das Paket ab und liefere es ab, was will der mehr von mir? Ja, und plötzlich wird tatsächlich ein Warenwirtschaftssystem mitverkauft, es wird ein ausgelagertes Lager mitverkauft, das über Software mit dem Kunden verbunden wird. Und bei einem Vertriebsteam, gerade bei DHL, würde ich sagen, waren maximal 20-25% unter 30 oder unter 35. Wir hatten locker 40% jenseits der 50, die gerade mal ihr HTC-Smartphone benutzen konnten. Webseite und die Logistiksysteme zu bedienen, war für die ein Graus. Und dann erzählen sie dem mal etwas von IP und von Online-CI und Online-Marketing und Mediaschaltung im Netz und solchen Themen. Wir hatten damals 3 Tage, um die darin fit zu machen. Das hat natürlich nie und nimmer ausgereicht. Aber die Fortführung des Ganzen, es war ein Startschuss, 3 Tage Präsenztraining, danach verschiedene Online-Trainings und Aufbau eines Wikis innerhalb des Unternehmens, wo die jederzeit nachschauen konnten, was bedeutet es, was gibt es für Systeme. Plötzlich wurden DHL-Mitarbeiter damit konfrontiert, was für Online-Shops gibt es denn an Systemen? Was ist Oxid, was ist Magento, was ist ein IBM WebSphere-Server und lauter so ein Kram. Und die sagen, böhmische Dörfer, ich weiß wie Kiste von A nach B, 2,60 Euro. Ja. Und genau der gleiche Weg passiert gerade in den Marketingabteilungen. Also DHL leistet sich ein komplettes Schulungsteam, um die Leute in die digitale Welt zu führen. Und auch einzuführen. Also wir hatten 2001 bei Hugo Boss die erste Online-University eingeführt. Als ich ins Unternehmen kam, wurde jede Kollektion mit 4 Leitsordnern kommuniziert in jeden Schauraum. Wir hatten 360 Schauraums weltweit. Eine Kollektion waren 4 Leitsordner, glossy ausgedruckt, mit jedem einzelnen Teil, was verkauft wurde, mit Beschreibungen, mit Preisen und allem. Und die wurden logistisch dann auch in die ganze Welt verteilt. Hat ein Wahnsinnsgeld gekostet. Unser erster Schritt war, wir haben aus diesen Ordnern CDs gemacht mit PDFs, konnten vor Ort ausgedruckt werden, weil die Logistik schon weniger aufwendig, weil die Konfektionierung dieser Ordner aus weggefallen ist und der Druck. Und hatten es dann im Laufe von 3 Jahren komplett migriert auf ein Extranet, wo nur die Mitarbeiter Zutritt hatten und sich ihre spezifischen Produkte anschauen konnten, inklusive Schulungsvideos und solchen Themen. Und das ging dann sogar weiter, dass man sagt, man hat ein Blended Learning, das heißt Präsenztrainings und Online-Trainings wurden gemischt. Das hat aber tatsächlich 2001, 2002 in den Unternehmen erst angefangen. Heute ist in verschiedenen Sicherheitsschulungen und sowas normal. Ein Unternehmen ist ja verpflichtet, dann seinen Mitarbeiter für die Berufsgenossenschaft zu schulen in Sicherheitsthemen. Das machen viele Unternehmen heute mit einer Online-Schulung, die jeder durchgeklickt haben muss und damit nachweist, ich habe es mir durchgelesen, dass ich nicht auf dem Gabelstapler oben auf der Spitze sitzen darf, sondern im Fahrerhäuschen. Oder nicht auf der letzten Sprosse der Leiter stehen darf. Oder mein Bürostuhl fürs Regal 5. Stock nutzen darf. Also da passiert vieles, aber das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und gerade im Marketing, es gibt die ersten Kongresse, wo man sich darüber Gedanken macht. Es wird seit 2-3 Jahren ein neues Thema bearbeitet, was gerade ein bisschen abebbt, ist Marketing-Prozessoptimierung. Da kommt genau dieses Thema auch wieder mit auf. Wenn Sie Analysen fahren, wie oft Bilder in einem Unternehmen existieren im Marketing, die einmal produziert wurden, kommen Sie auf Werte von 20 bis 30 Versionen eines Bildes. Und wenn es dann um Lizenzierung und Weiterverarbeitung und Qualität geht, können Sie sich vorstellen, was da an Budgets drinsteckt. Das sind schon so ein paar Aspekte, die durchaus gesehen werden. Und im Moment habe ich ein Projekt zur Lizenzierung von Medien innerhalb eines Unternehmens. Da ist plötzlich der Einkauf, das Controlling und die Rechtsabteilung mit dabei. Wo man dann sagt, können wir es vorher schon verhandeln, ob dieser Film weltweit gezeigt werden darf, in welchen Kanälen oder nicht, damit man solche Peinlichkeiten wie von einem Künstler verklagt zu werden, dass er online nicht gezeigt werden darf. In der Fashion war es lange, lange Zeit nicht üblich, für alle Verwertungskanäle die Rechte von den Models einzuholen. Das heißt, man hat am Ende angefangen,
den Fashion-Film zu zerschneiden und die Models rauszunehmen, die ihre Einwilligung nicht dafür hatten. Und dann hat online war ein anderer Film als in den Stores. Das sind so viele Lernkurven, die da gemacht werden. Und wir sind jetzt gerade in der nächsten Dimension.